So, moin ihr Golden, mir ist was richtig Dummes passiert, mir ist nämlich die Aufnahme abgestürzt. Deswegen war halt alles weg, was ich gemacht hatte, deswegen habe ich mit Hilfe einer Sheets hier schnell uns wieder auf den aktuellen Stand gebracht. Mein Problem ist jetzt, die ganzen Helden hier, die kriege ich nicht weg. Deswegen lasst die jetzt einfach hier stehen und benutze sie nicht mehr. Weil das ja schon scheiße ist, wenn ich jetzt hier die Helden habe und die benutze. Denn ich habe damit halt nur das gemacht, wo wir eben halt waren, das hier halt erobert. Und ja, mehr habe ich nicht gemacht. Burek. Und das habe ich dann halt auch nur gemacht. Damit ich wieder die ganze Scheiße von vorne machen muss, ne? Also. Bei uns ja erstmal Dorfzentren. Und werden dann, Burek. wenn wir das getan haben hier, wo wir welche bauen können, den ersten Tempel mit unseren normalen Einheiten angreifen. Deswegen hat sich das ja auch alles so ein bisschen verändert, aber nur ein klein bisschen. Ja, und die Grüne sind halt vollkommen ausgelöscht, wie sie auch gewesen wären mit unserer krassen Armee, und die Helden hier lassen wir jetzt einfach in Ruhe, damit sie nichts machen. Das ist übrigens immer mein Stuhl. Nicht, dass ihr denkt, entweder ich pupse da oder so. Das ist einfach mein Stuhl. Weil er so cool ist. Ja, er furzt, weil er cool ist. Das habt ihr richtig gehört. Die beiden Zerstörer hier brauche ich nicht. Die können auch. Moment, Moment. Reicht es nicht, wenn ich die nach hier schicke? Es scheint, als ob der Turm von diesem Sturm beschützt. Ja, das haben wir schon letztes Mal gehört. So ist es. Es wird von den Tempeln des Odin entfacht. Wenn wir Tja. Das durch unsere eigenen Tempel ersetzen, sollte der Sturm abflauen. Abflauen, ey. Hab ich auch noch lange nicht gehört, dieses Wort. Oh Mann, das ärgert mich jetzt richtig mit den Helden, dass ich nicht wieder wegbekomme. Ich hätte einen Titan nehmen sollen. Den bekomme ich nämlich auch wieder weg. Herr Jost? Burek? Yuji? Jetzt komm schon, baut schneller. Yuji? Mann. Ihr beeilt euch mal bitte, dann kann ich nämlich endlich, wenn ich hier Sicht. Habe ich jetzt Sichtweite? Jawohl. Ach nö, jetzt habe ich auch die ganzen Helden dabei. Ach nö. Jetzt habe ich die ganzen Helden hierbei beim Scheißturm. Das wollte ich. Oh Mann, das hab ich nicht geplant. Einen von Odins Tempeln zerstört. Ja, setzt einen unserer Tempel an seinem Platz. Ja. So. Dann behalte ich euch mal hier oben, damit ihr keinem anderen irgendwie was tun könnt. Dann kann ich die nämlich gleich mal weitersenden. Och nö, was mit den Helden, das tut mir auch richtig leid, dass das jetzt so passiert ist. Das ist richtig scheiße, finde ich. Also ja, die bleiben jetzt einfach hier oben. Ich bilde jetzt einfach wieder neue Sachen aus. Ja, es war ein neuer Tempel. Hier kommen jetzt auch wieder Reiter hin. So. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Gold als Holz. Holz haben wir jetzt nämlich erstmal genug. Helfen hier beim Abbauen. Ihr coolen Leute, ihr. Macht jetzt bitte nichts hier mit dem Holz. Ihr baut hier ab. Du bitte auch. Obwohl, nee, du kannst ja dann das Feld cool machen. Also, wie gesagt, es mir in den Helden tut mir echt leid, aber ich hoffe, das stört jetzt nicht so. Ach, Leute, ist ja auch noch ein Held hier. Na, ja, du kommst hier hinten hin. Hier störst du erst recht nicht. Ach Gott. Bin halt voll der Cheater, Leute. Müsst ihr damit durch, ey. Also. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Frag ich mich gerade. Gibt's ja auch so ein heftiger Waldbrand. Oder so. Also keine Ahnung, ich denke ja mal. Ach nee, wenn ich jetzt den Zauberwirbelsturm hier einsetze. Nee. Dann kommen ja diese ganzen Freunde hier dahin. Kann ich die irgendwie anders dahin schicken? Wie teleport. Wie keine Ahnung. Ich will die einfach dahin bekommen, ohne dass jetzt die ganzen Helden mitkommen gleich.
Ja. Ich muss das jetzt wohl leider so machen. Habt ihr hier keine Sichtweite? Alle meine Einheiten, das ist ja... Ja, toll. Bis auf die Pferde oder was? Toll. Jetzt habe ich meine ganzen Helden da, die ich nicht haben will. Oh Mann, jetzt muss ich die Scheiße mit den Scheißhelden machen. Ach nö, es tut mir echt leid, Leute. Diese Kampagne ist echt scheiße. Dass ich jetzt mit den Helden machen muss. Weil ich das einfach nur so verkackt habe. Wie gesagt, nochmal richtig fette Story. Ich hoffe, die sterben jetzt alle gleich. Uns dieser Zauber hier. Oh, die Zauberstab. Eine Weiterentwicklung im Tempel brauche ich nicht mehr. Ja, mache ich. Dieses Dorf hier mache ich mit den Helden, aber mehr auch nicht. Den Rest werde ich niemals mit den Helden machen. Weil die anderen, die schaffe ich auch so. Das kommen gleich auch alle hier an. Und nein, die lass mal nicht gehen. Also wie gesagt, fette Story, das ist echt ein Fail gewesen. Das Endlich auf 9 ist nämlich die dritte Kampagne, also die hat von davor gestartet, ich weiß nicht warum. Oh. Nein, wir lassen sie nicht gehen. Die lass mal nicht gehen. Dass hier auch keinen Durchgang oder sowas gibt, ey. Och Mann. Der legt mich richtig auf. Ihr wisst nicht, wie mich das gerade stört. Leute, kommt schon. Gegen die Helden habt ihr leider keine Chance. Durch meinen Fehler. Och Mann. Naja. Ist halt jetzt so. Ist mit den Helden. Das ist leider ein dummer Fail gewesen. Die Kampagne ist einfach eigentlich, aber. Nicht, wenn man sie so verkackt wie ich. Weil einfach die Scheißaufnahme abstürzt. Och Mann, ich hatte so eine schöne Reiterarmee. Die hab ich ja jetzt verliebt, aber ich kann die nicht hier hinbekommen. Und das Ding ist halt, die Helden können einfach nicht sterben, weil sie sich sofort wiederbeleben. Das ist ja noch richtig scheiße schlimm. Die drei Odysseus hier ist, ey. Oh Mann. Das stört richtig. Nein, wir lassen sie nicht gehen. So. Jetzt kommt hierher, die Militäreinheiten. Null, nur die vier. Nicht die Helden. Ja, ist es halt so. Finde ich jetzt nicht. Ah, oh doch, sind drei Helden. Zwei. Ist ein Held dabei. Regin Life. Wir sollten mal schnell einen Tempel hier bauen. Oh, haben wir schon. Ein weiterer Tempel wurde zerstört. Das haben wir den auch ersetzt, diesen Tempel hier. Da fehlt jetzt noch einer. Aber wie gesagt, ich hätte es auch so normal geschafft, aber das ist jetzt echt ein scheiß Fail gewesen. Ein letztes Mal, sorry. Ja doch, ich wollte gerade sagen, hier war nämlich immer noch die 1 für die letzten Tempel. Na los, hier, mach mal schnell alles platt. Ihr seid ja so heftig, ey. Oh Mann. Ich bin noch richtig deprimiert, ey. Dass man hier auch nicht durchkommt, ist so unlogisch. Das ist leider so. Ach Leute, habt ihr es jetzt? Skipan. Burek. Na dann. Ja, ich kann jetzt auch nichts mehr machen, weil ihr Helden mir die Einheiten versperrt. Deswegen gehe ich jetzt einfach von diesem Fanatiker hier hin. Damit ich auf die letzte Begrenzung hier komme. So.
Und dann willst du. Jawohl, meine Pferde kommen mit und nicht meine scheiß Helden. Aber doch, meine Helden kommen auch alle mit. Aber auch meine Pferde. Also größtenteils meine Pferde. Also ich werde nur meine Pferde benutzen. Nur, es sind nur 4 Pferde mitgekommen. Skorpus? Nö, alle. Sehr gut. Mein Pferdchen kann ich dann hier jetzt schon mal lang rennen. Skorpus? Mit denen natürlich auch, mit den Nicht-Helden-Pferden. Also alle normalen Einheiten sammle ich jetzt. Oh nö, die hauen schon ab. Och nö. Ihr bleibt jetzt bitte da stehen. Und meine Pferde machen den Rest. Ach kommt. Machen wir es einfach. Ja, Attacke. Und ihr denkt nicht dran. Nein, ihr denkt nicht dran zu helfen. Bleibt hier. Man kriegt das schneller gebacken als die scheiß Helden, ohne Witz. Oh, jetzt hör auf hier rumzubacken, renn einfach raus. Ach, Akantos. Wieso kann ich dich nicht töten? Normalerweise kann ich dich mit entfernt töten. Ich teste das jetzt zum Beispiel hier an diesem Fanatiker. Der ist jetzt tot. Nein, haltet ihn einfach nicht. Euer Maul könnt ihr gerne halten. Ihr habt keine Chance, es ist vorbei. Also sorry, dass diese Kampagne hier scheiße war. Meine Schuld. Ja. Dazu gibt's auch nichts mehr zu sagen jetzt. Ach nö, wo sind denn die Helden jetzt hergekommen? Oh Mann. Das ist doch kacke. Ne, die ganzen Dorfbewohner sollten schon endlich sterben. Hier sind doch bestimmt noch welche. Also hier die Tempel werden auf jeden Fall platt gemacht. Was sind das hier für ein komischer Weg? Aha, der führt jetzt nichts, das ist ja super. Das ist richtig super klasse, toll. Ah, ein Langhaus, eine Bergfestung. Und das auch schon der Turm des Odin. Oh Leute, wenn wir denen hier zu nah kommen, dann greifen die uns an. Ach so, ja, gut, dann. Über den letzten Teil. Ich hoffe jetzt die Helden, damit die Pferde unten bleiben. Nein, eben nicht. Dann hauen den Wichser weg. Bauen wir schnell hier nur ein Tempel. Der letzte Tempel ist zerstört. Na los, Leute. Bauen wir schnell einen scheiß Tempel. Los, kann ich schnell genug gehen. Wir haben eh zu viele Rohstoffe. So. Jetzt ersetzen wir den letzten Tempel. Dann sind alle drei durch atlantische Tempel ersetzt. Dann können wir uns endlich den Turm des Odin vornehmen hier. Das Zentrum seiner Macht. Das ist so schön. Es hat Sturm aufgehört, oder? Leute. Ich hab's geschafft, ne? Der Sturm ist vorüber. Wir können uns den Turm nähern. Der Sturm ist vorüber. Okay. Also Castor ist in die Nähe von Odins Turm. Wo ist denn Castor? Castor? Hallo, Castor? Ich würde mal sagen, erst einmal. So, hier die ganze Scheiße hier angreifen. Und dann Odins Turm. Jetzt müssen wir nur noch Castor in die Nähe bringen. Achso, der kassiert keinen Schaden. Gut, dann machen wir halt nur die Türme.
Wie bringen wir jetzt Castor hier hin? Wo ist eigentlich Castor? Skopos? Burek. Ja, Castor, wo bist du? Burek. Müssen wir uns diese Runde. Da ist er ja. Ein Tod ist gefallen. Skopos? Burek. Boah, lernst doch einfach jetzt vor mir. Kassiert nicht. Hol das hier einfach nochmal mit dem Scheißturm. Brauchen wir ja eh nicht. Jetzt komm, weil ich das hier verwenden, damit Castor jetzt so wieder hinkommt. Vielleicht. Jetzt komm, lass bitte Castor hier mitkommen. Unsere Waffen können dem Turm nichts anhaben. Nur der Zauber der Dekonstruktion, dem Kronos uns verliehen, hat genügend Macht, um den Turm zu schädigen. Okay. Dann machen wir den jetzt platt hier. Den Turm mit dem neuen Zauber, den wir gerade bekommen haben. Wie du gesagt hast. Ey, wir haben gewonnen. Wir sind halt die Besten. Auch mit Hilfe von diesen hässlichen Helden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.